Willkommen auf dem Kanal zu dem neuen Best-of. Mama Lonne hier, dein Stress wird gestoppt. Holt euch Popcorn und genießt die Show. Ich will nicht viel reden, also einfach let's go! Wenn die 4C im Zoo ist. So, liebe Schüler der 4C, wir sind gerade im Zoo und machen einen Ausflug. Ich schau mal, ob alle da sind. 2, 4, 6, 8, 10. Einer fehlt. Wo ist Ahmed? Mann, er ist rein in das Affenkäfig. Ola Bill, er macht 1 gegen 1 gegen Gorilla. Oh nein. Ah, man muss nicht im Affen, komm her. Aufgepasst, Schüler. Hier auf eurer linken Seite seht ihr ein fettes Tier mit einer sehr nervigen Stimme. Lan, wieso beschreiben Sie sich gerade selber? Ola Billa Mehmet, du hast seine Ehre genommen, gegessen, gefurzt, wieder genommen und gegen sein Gesicht geschmissen. Das fette Kreatur mit der nervigen Stimme verteilt auch gerne Hausaufgaben, ja? Ja. Hier seht ihr Kühe, die gerade ihr Leben genießen. Wie viele Burger kann man so aus einer Kuh machen? Keine Ahnung, vielleicht 5 oder so. Und auf der anderen Seite könnt ihr sehr friedliche Hühner sehen. Hey, yo, gratis Chicken Nuggets. Warte. So, habt ihr noch irgendwelche Fragen? Wo ist Mehmet? Er versucht gerade einen Huhn zu fangen, um Chicken Nuggets zu machen. Ich habe eins gefangen. Dilara, mach schnell den Grill an. Wir lieben Hühnerfleisch. Noch besser mit sehr viel Reis. Wenn die 4A mit der 4C Musik hat. So, Schüler, heute üben wir unser Rhythmusgefühl. Sucht euch ein Lied aus und klatscht den Rhythmus. Ah ja, wir haben heute wieder Besuch von der lieben 4C. Oh, nicht schon wieder! Doch! Meine liebe 4A, lasst euch bitte nicht von den 4C-Schülern beeinflussen. Na gut, wir fangen einfach an. Sehr stark, das war doch alle meine Entchen, oder? Das Furz von meiner Oma klingt sogar besser. Hört auf, ihr habt doch nicht alle Tassen im Schrank. Deine Mutter hat nicht alle... Was hat sie nochmal gesagt? Alle Pflanzen. Deine Mutter hat nicht alle Pflanzen in der Schrank. Voila, Billa, jetzt sind wir dran. Wir brauchen Hilfe von Handy. Nein, ohne Handy. Doch, mit Handy. Oh nein. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Hör auf zu tanzen. Hör auf zu tanzen. Ey, ey, ey. Wenn der Arzt schlechte Nachrichten hat. Guten Morgen, Sir. Entspannen Sie sich bitte. Was ist passiert? Sie wurden leider von einem Auto überfahren. Och nö. Wartet. Wieso kann ich mich nicht bewegen? Willst du es ihm sagen? Nein, nein, sag du es ihm. Na los, sag es mir doch einfach. Warte, wir machen es einfach anders. Hab eine schlechte und eine gute Nachricht, dich zu retten. Ja, das ist meine Pflicht. Das Gute ist, dass du noch lebst. Und voila, du hast keinen Krebs. Aber die schlechte Nachricht ist, dass du deinen Rücken gebrochen hast. Du kannst dich nie wieder bewegen. Ich sag jetzt einfach irgendwas. Put your hands up in the air, oh, bewegen kannst du ja nicht mehr, kannst nicht mehr, oh, hoppala. Der Freund, der nicht gehen möchte. Bro, musst du eigentlich nicht bald nach Hause? Nee, nee. Ah, warte, hat deine Mutter nicht gesagt, dass du um 15 Uhr zu Hause sein sollst? Also weg von meinem Zuhause? Ja. Es ist schon 19 Uhr. Cool. Bro, ich hab Hunger. Schade, wir haben kein Essen zu Hause. Aber vielleicht hat deine Mutter bei dir zu Hause was gemacht. Ich weiß ja nicht. Nein, bestellen wir einfach Essen zu dir nach Hause, damit wir länger chillen können. Bro, ich sag dir einfach ganz ehrlich, geh. Und dann schauen wir eine 5-stündige Wahldoku an, weil das ist sicher spannend. Ey, nein! Verpiss dich einfach. Ich wollte nett sein und dir Zeichen geben, dass du langsam gehen sollst, aber du checkst es nicht. Okay, Bro, hättest du es direkt gesagt, dann wäre ich ja gleich gegangen. Sorry, dass ich geschrien habe. Ich mein's eigentlich nicht so. Ach so, ich darf also bleiben? Frauen sind wie FBI-Agenten. Schatz, ich geh dann raus. Mit wem denn? Mit meinen Jungs. Okay, Schatz, ich vertrau dir. Du bist ja mein Freund. Wirklich? Ja, natürlich. Vertrauen ist das Wichtigste in der Beziehung. Na gut, bye. Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser. Zeig mir die letzten Sachen, die er angeschaut hat. Die letzten Dinge, die er angeschaut hat, waren ein Baum, eine Mülltonne und ein weibliches Wesen. Alarm, Alarm, eine weibliche Frau. Zeig mir ein genaues Bild von der Frau. Oh nein, sie schaut geil aus. Wie heißt sie? Sie heißt Zeynep. Wo wohnt diese kleine Kach? Hamburg. Gut, eliminier sie bitte. Zeynep wird eliminiert. Jeder kennt diese Fake Friends. So, Leute, ich gehe dann mal, okay? Och nö, bitte bleib noch ein wenig. Ja, bitte bleib. Sorry, Leute, ich muss wirklich gehen. Bye. Bye, ich werde dich echt vermissen. Ja, ich auch. Mann, ich liebe meine Freunde. Psst,
Ist er weg? Ja, die Hobelschlüssel ist schon weg, ja. Zum Glück, ich habe keinen Bock auf ihn gehabt. Er ist so nervig, wirklich. Oh, warte, ich habe meine Schlüssel vergessen. Klopf, klopf, sorry, ich habe meine Schlüssel vergessen. Bester Freund, du siehst so gut aus. Ja, einfach ein Model. Oh, danke. Ich habe meine Schlüssel. Bye. Er schaut das mit meinem linken Zeh. Nee, er schaut das mit meiner rechten Achsel. Ja, ohne Spaß, dieser Fischgesicht. Er schaut aus wie ein Fisch, dieser Fisch, Fisch, McFish. Oh mein Gott, bester Freund, du riechst so gut. Du riechst einfach wie Thunfisch. Wie Thunfischpizza. Willst du mit uns Thunfischpizza essen gehen? Lecker, lecker. Ich gehe lieber mit deinem Hund Pizza essen als mit dir. Jedes Mal in der Apotheke. Guten Tag, was brauchen Sie? Ich will nur meine Medikamente abholen. Du brauchst eine Creme, weil dein Po juckt. Müssen Sie das so laut sagen? Ich gehe mal deine Po-Creme suchen. Du hast einen behaarten Hintern. Natürlich juckt dein Po dann. Natürlich juckt er. Ich habe leider nichts gefunden. Okay, tschüss. Aber mein Chef wird sicher wissen, wo das ist. Achtung, Achtung. Stelle 4 braucht dringend eine Po-Creme für Mehmet Yildiz, weil sein behaarter Affenpo juckt. Wieso müssen Sie meinen Namen dazu sagen? Der Mehmet Yildiz, der in der Kebabstraße 95 wohnt. Jeder kennt diesen Moment. Die symmetrische Kraft hatte leider nichts zu tun, sondern die physikalische Gruppe der Alteninus. Oh. Oh mein Gott, hat es jemand gesehen? Deshalb achten wir auf die Gesamtheit der Erde und nicht nur auf den Einzelnen. Egal. Hoffentlich hat das keiner gesehen. Keine Sorge, ich habe sogar aufgenommen. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Und ich habe die Tonspur deines feuchten Furzes aufgenommen. Das wird veröffentlicht. Immer wenn was Komisches passiert, muss jeder schauen. Schüler, schaut mal, der Mehmet hat gefurzt. Müssen Sie das ehrlich laut vor der ganzen Klasse sagen? Nee, muss ich nicht. Aber ich will und ich habe sogar aufgenommen. Wie Talentshows funktionieren. Hallo, ich bin Annemarie. Ich will heute für euch singen. Was willst du, dumme Kartoffel, denn singen? Happy von Pharrell Williams. Dieses Because I'm happy, clap along if you feel. Aha, okay, dann bin ich gespannt. Wollt ihr eigentlich wissen, wieso ich das Lied singe? Nee. Doch, wir alle wollen das wissen. Also, ich hatte früher eine Katze und ich hatte gar keine Freunde. Ja, okay, ich war früher ein wenig assi, aber ich hatte halt keine Freunde. Und ich habe halt meine Katze so sehr geliebt. Und dann bin ich mit meinem Fahrrad gefahren. Und ich habe ihn einfach überfahren. Das war die Geschichte, ne? Deine Geschichte ist ziemlich traurig. Du bist weiter. Warte, ich habe nicht einmal gesungen. Von mir bekommst du auch ein Ja. Hundertprozentig. Hallo Leute, ich habe noch nicht gesungen. Von mir bekommst du auch ein Ja, weil wir stehen auf traurige Geschichten, ne? Okay, ich habe eigentlich gelogen. Ich hatte nicht einmal deine Katze, aber ja, super, ich bin weiter. Wenn man beim Orthopäden ist. Moin, mein Sohn hat einen Termin bei Ihnen. Ja, ja, bringen Sie mal her. Okay, das ist Timmy. Erstmal Bauchlage. Oh, passen Sie bitte auf. Ja, ja, keine Sorge, ich bin Arzt. Uiuiui, der Achselknochen B64 ist leicht verrutscht. Oh mein Gott, nein. Ist nicht schlimm, ich muss ihn nur kurz einrenken. Tut das weh? Nee, nee, nee. Okay, ich wende jetzt den Centrinus Maximus Griff ein, okay? Tief einatmen und... Perfekt, ich hole ihn wieder in die Ausgangsposition Lassen rein. Sie Keine Sorge, Ruhe, wirklich. Bitte. Wie ich sehe, ist die Verrenkung in den Nacken gerutscht. Das behebe ich gleich, okay? So, gut einatmen, okay? Nein, lassen Sie ihn. 3, 2 und so. Oh, hoppala. Und, fühlt sich schon besser? Er redet nicht mehr. Er ist einfach sprachlos geworden. So Leute, das war's mit dem Video. Kommentiert diesen Emoji in den Kommentaren, damit ich sehen kann, welche Ehrenmann oder welche Ehrenfrau bis jetzt geschaut hat. Vergesst nicht, das Video zu liken und meinen Kanal zu abonnieren. Und wir sehen uns nächste Woche Samstag. Bye!